verstehen? Ja. Super. Ja, hallo, liebe Kommilitonen und Kommilitonen, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten und natürlich ganz besonders liebe Esther Bejerano. Ich freue mich, Sie und euch heute im Namen des Fachschaftsrats Sozialökonomie wieder hier im Haus begrüßen zu dürfen bei der Veranstaltung Gegen das Vergessen zum Gedenken an die Pogromnacht 1938. Dieses Jahr unter dem Titel Damit es die ganze Welt erfährt, von Saloniki nach Auschwitz, die Ermordung der griechischen Jüdinnen und Juden und die deutsche Reparationsschuld. Es ist uns als Fachschaftsrat eine Freude, Veranstaltungen des tätigen Erinnerns wie heute Abend unterstützen zu können. Denn immer wieder zeigt sich, ohne Bewusstsein für die Vergangenheit sind wir blind für die Gegenwart und ohne aus der Geschichte zu lernen, lassen sich die Herausforderungen der Gegenwart nicht bewältigen. Die 2015 verstorbene Steffi Wittenberg, eine Hamburger Antifaschistin, die im Exil in Uruguay den Naziterror entkommen konnte, fasste das so zusammen. Darum geht es doch beim Gedenken und Erinnern. Nie wieder Krieg, vernünftiges Zusammenleben der Menschen und eine gerechte Verteilung der Güter dieser Erde. Auch die Wurzeln des Fachbereichs Sozialökonomie hier liegen in der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeworfenen Frage, was sich denn ändern muss, damit das nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg in die Tat umgesetzt werden kann. Die Zeiten mögen sich ändern, doch die Frage bleibt ewig aktuell und bleibt uns fortwährende Verpflichtung. Zu dem eben genannten Lernen aus der Geschichte sei mir noch ein Veranstaltungshinweis zuletzt für den morgigen Abend gestattet, denn hier an der Uni Hamburg findet dann gleich die nächste antifaschistische und zeitgeschichtliche Veranstaltung statt. Denn am 9. November 1967, morgen vor 50 Jahren, fand im Audimax die feierliche Rektoratsübergabe der Uni Hamburg statt. Hamburgs High Society war versammelt. Zwei Studenten, der ehemalige AStA-Vorsitzende Detlef Albers und Gertina Kielmer, gelang es, kurz vor die Ordinarien eingezogen sind, vor den Ordinarien ein Transparent zu entrollen. Auf diesem stand unter den Talaren Muff von 1000 Jahren. Diese Intervention bei der Rektoratsübergabe 1967 ist eine der zentralen Start- und Bezugspunkte für die Studentenbewegung der 68er. Somit ist sie Teil des demokratischen, antifaschistischen und friedensbewegten Aufbruchs in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Für uns ist das Anlass genug, in die Geschichte zu schauen, um für die heutigen Auseinandersetzungen zu lernen. Deshalb findet morgen am 9.11. um 18 Uhr gleich hier gegenüber im Audimax die Veranstaltung heute vor 50 Jahren unter den Talaren Muff von 1000 Jahren, Studentenproteste in Hamburg 1967 statt. Ein Podiumsgespräch mit Gertina Kielmer, dem damaligen Bannerträger vor 50 Jahren, Dr. Helga Kurz-Bauer, der damaligen AStA-Vorsitzenden, und Franziska Hildebrand, der derzeitigen AStA-Vorsitzenden, moderiert von Professor Dr. Rainer Nikolaisen aus der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte. Vielleicht schafft es die eine oder der andere ja noch vorbeizuschauen, doch nun genug Wort von mir und ich übergebe dir, liebe Esther, das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, heute, vor genau 4 Monaten, musste ich einen LKW erklimmen, um zu euch zu sprechen, vor den 76.000 Protestierenden. Es war der 8. Juli, die Bundesregierung und der Hamburger Senat hatten mit den G20-Gästen in die Stadt eingeladen, von denen viele uns nicht willkommen waren. Und wir alle hatten eine Woche hinter uns, die bis heute nachwirkt. Wir leben seitdem in zerrütteten Verhältnissen hier in Hamburg. Aber es kam auch eine andere Gruppe von Gästen unserer Stadt. Die Obrigkeit versuchte, die zu vergraulen. Es waren diejenigen, die dem Unrecht und der Unvernunft des Kapitalismus nicht tatenlos zuschauen wollten, weil sie eine andere Welt wollten.
eine Welt ohne Kriege, ohne Waffenhandel, ohne Hunger, ohne Ausbeutung für verantwortlichen Umgang mit unserem Planeten Erde zum Wohle kommender Generationen. Und eines ist sicher, wir stehen an der Seite der Menschen, die für eine Welt des Friedens, der globalen Gerechtigkeit und der grenzenlosen Solidarität eintreten. Solidarisch gegen den Hass. Hamburg als Versammlungsort der G20 hat sich offensichtlich übernommen und sich würdelos gegenüber den protestierenden Gästen verhalten. Gerichtsbeschlüsse missachtet, hanseatische Gastfreundschaft, Gelassenheit und liberales Miteinander vergessen. Stattdessen wurde die Konfrontation gesucht, vor allem Verbote ausgesprochen. Eigentlich wurde alles verboten: Kundgebungen, Aktionen und das Schlafen in Hamburg. Ganz besonders das Schlafen in Aktionscamps, die gerade jungen Menschen Teilhabe an solchen Ereignissen erst möglich machen. Die Botschaft war eindeutig: Für euch ist kein Platz bei unserem Gipfel. Das ist eine Schande. Und die setzt sich fort in dem Umgang mit den inhaftierten Protestierern, wie dem 18-jährigen Fabio aus Italien, dem, so steht es heute sogar im Hamburger Abendblatt, nichts anderes vorgeworfen wird als die Teilnahme an dem Protest. Wie in den zurückliegenden 31 Jahren erinnert das Auschwitz-Komitee an das Novemberpogrom 1938. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr die Ermordung der griechischen Jüdinnen und Juden und exemplarisch das Schicksal einer jungen Frau. Vermutlich sind wir uns begegnet, damals in Auschwitz. Erika, Miriam, Kunio, Amarillo aus Saloniki in Griechenland ist einen Monat vor mir in Auschwitz-Birkenau angekommen. Sie hat überlebt, weil sie Deutsch sprach und später im Stammlager Auschwitz in der politischen Abteilung der Todesabteilung Sterbeurkunden schreiben musste. Aber 96% der jüdischen Bevölkerung Salonikis wurde im Holocaust umgebracht. Gern hätte ich noch einmal mit Erika gesprochen. Leider ist sie 2010 gestorben. Aber sie hat aufgeschrieben, was sie in Auschwitz erlebte. Wir haben uns heute gute Freundinnen und Freunde eingeladen, die ich auch hier vorstellen möchte. Meine liebe Freundin Silvia Wempner, die Schauspielerin, die heute liest aus dem Bericht von Erika Miriam Cunio Amarillo, damit es die ganze Welt erfährt, von Saloniki nach Auschwitz und zurück, 1926 bis 1996. Meinen Freund Rolf Becker, der mir wie ein Bruder ist, er
Er führt uns ein in das Leben und Überleben von Erika Miriam Cunio Amarillo und gibt einen Einblick in die Geschichte Griechenlands zur Zeit der deutschen Besetzung. Der Deportationen und der Ermordung der griechischen Jüdinnen und Juden bis zu den Auswirkungen heute. Und dann, last not least, unseren ersten Redner, den lieben Carlo, Dr. Dr. Karl-Heinz Roth. Er spricht zu uns über den vergeblichen Kampf der jüdischen Gemeinde Salonikis um Entschädigung. Er schafft es, in seinem Vortrag den Bogen von Saloniki nach Hamburg zu schlagen. Ihr werdet es hören. Und selbstverständlich haben wir wieder die Gebärdendolmetscherinnen eingeladen. Thorsten. Thorsten und unsere Freunde vom Buchladen in der Osterstraße mit dem Büchertisch, die Unterstützerinnen vom Café Knallhart, gleich hier, rechte Tür nebenan, bieten Erfrischungen und Leckereien an zu Solo- oder Soli-Preisen. Und unsere Freundinnen und Freunde vom Fachschaftsrat Sozialökonomie, der früheren HWP und auch vom AStA der Universität unterstützen uns, wie seit vielen Jahren. Liebe Freundinnen und Freunde, dies ist ein guter Ort für uns, für mich. Hier sind wir unter uns, unter unsergleichen, unter guten Freundinnen und Freunden. Und später, im zweiten Teil des Abends, dann rappen wir wieder. Und wir Bejaranos. Und lasst uns dann gemeinsam singen. So laut, dass es bis in die Gefängnisse hörbar ist, in denen seit 4 Monaten Fabio und andere einsitzen. Liebe Esther, Dank für deine liebevolle Begrüßung. Dank euch, dank Ihnen fürs Kommen. Dank ans Auschwitz-Komitee für die Möglichkeit, hier etwas vorzutragen. Die Vernichtung der Juden von Thessaloniki oder von Saloniki oder in Ladino Salonika. Ich trage vor, nach dem geschichtlichen Überblick von Erhard Reu Wien über die alte sephardische Metropole unter besonderer Berücksichtigung der Shoah von 1941 bis 1944. Die jüdische Gemeinde in Thessaloniki gehörte zu den ältesten und größten in Europa. Schon in der christlichen Bibel wird sie in der Apostelgeschichte erwähnt. 2300 Jahre jüdisches Leben in dieser Stadt. Dazu vorab ein wenig aus der Geschichte dieses Jerusalem des Balkans. Zu Beginn der byzantinischen Herrschaft gab es unter
Konstantin I. und Theodosius II. Im 4. und 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung Versuche, die Juden von Saloniki zu christianisieren. Es kam zu Pogromen und antijüdischen Gesetzen über mehrere Jahrhunderte bis ins 8. Jahrhundert. Seit etwa 1450 gehörte Saloniki zum Osmanischen Reich. In dieser Zeit wanderten als Reaktion auf rekristianisierende Reconquista, also die Rückeroberung in Spanien, viele sephardische Juden aus Spanien und Portugal ein. Sie brachten ihre Sprache mit, Ladino, und machten Salonika, wir sagen heute Saloniki oder Thessaloniki, so zu einer ladinischen Sprachenklave. Das 16. Jahrhundert gilt allgemein als das goldene Zeitalter von Saloniki, der Mutter Israels, wie die Stadt auch genannt wurde, weil von hier viele Juden nach Jerusalem zogen, ins Land der Väter. Einen größeren griechischen Bevölkerungsanteil gab es in Saloniki erst wieder im 18. Jahrhundert. Und erst 1912 mit der Vertreibung der Osmanen von der Balkanhalbinsel wurde Makedonien mit der Hauptstadt Saloniki, oder die Griechen sagen meist Thessaloniki, dem griechischen Königreich eingegliedert. 400 Jahre lang, bis zum Ersten Weltkrieg, war Saloniki eine der wichtigsten jüdischen Städte weltweit. Die große jüdische Gemeinschaft von etwa 75.000 Menschen prägte das Stadtbild. Der Samstag blieb als Schabbat bis 1924 der allgemeine, für die gesamte Bevölkerung geltende Ruhetag. Ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, 1919, lösen griechische Nationalisten einen Krieg aus gegen die Türkei, der mit einer verheerenden Niederlage Griechenlands endet. 1,5 Millionen Griechen müssen Kleinasien verlassen, 100.000 von ihnen retten sich als Flüchtlinge nach Thessaloniki. Sie bewirken damit einen demografischen Wandel, der zu einer verstärkten Hellenisierungspolitik führt. Der Einfluss der Juden auf Wirtschaft und Politik in Thessaloniki wird radikal zurückgedrängt. In der Zeit von 1932 bis 1934 kommt es verstärkt zu antisemitischen Aktionen in Saloniki. 1931 zu einem Pogrom im Campbell-Viertel. Nach dem Pogrom setzte eine Massenauswanderung nach Palästina ein. Die jüdische Gemeinschaft in Thessaloniki oder Salonika verkleinerte sich erheblich. Zur Zeit der Diktatur von Metaxas in Griechenland von 1936 bis 1940 wird zwar die antisemitische Propaganda in der Presse verboten. Antisemitische Vereine wie der EEE, der Ethniki, Enosis Elados, eine antisemitische republikanische Bewegung, werden geschlossen. Trotzdem gibt es weiterhin antisemitische Kreise in Saloniki, deren Ziel die Vertreibung der Juden aus der Stadt ist. Am 9. April 1941 wird Griechenland besetzt. Das Land aufgeteilt in drei Besatzungszonen. Thessaloniki und Mittelmakedonien werden von der deutschen Wehrmacht besetzt. Italienische Truppen besetzen Mittel- und Südgriechenland, bulgarische Truppen Thrakien. Von den Juden auf der Balkanhalbinsel
leben die meisten, 1,6 Millionen, im deutschen Einflussbereich, davon in Saloniki etwa 49.000. Die deutsche Besatzungsmacht beginnt zunächst unter dem Rosenberg-Kommando mit der Ausplünderung der Kulturschätze jüdischer Gemeinden. Jüdische Zeitungsredaktionen in Saloniki werden geschlossen, in Cafés und Läden judenfeindliche Parolen ausgehängt. Juden müssen den gelben Stern tragen. Jüdisches Eigentum wird konfisziert. Die geplante Deportation der griechischen Juden nach Auschwitz verzögert sich aber zunächst, weil die italienische Besatzungsmacht nicht bereit ist zur Kollaboration mit den Deutschen. Die Italiener lehnen die deutsche Judenpolitik ab. General Geloso und auch der Generalbevollmächtigte Pellegrino Gigi weisen das Ansinnen der deutschen Behörden zurück, in der italienischen Zone so vorzugehen wie die Deutschen im Norden Griechenlands. Die erste öffentliche Aktion gegen die jüdische Gemeinde in Saloniki beginnt im Juli 1942. Generalleutnant von Krenski kündigt an, die jüdische Bevölkerung von Thessaloniki zur Zwangsarbeit einzuberufen. Die jüdischen Bürger sollen sich einfinden, ausgerechnet auf dem Freiheitsplatz. Etwa 7.000 bis 9.000 von ihnen werden registriert, später aber gegen Zahlung der jüdischen Gemeinde meist wieder freigelassen. Aber diese Erleichterung der jüdischen Gemeinde ist nur von kurzer Dauer. Bald darauf wird der jüdische Friedhof im Osten der Stadt völlig zerstört. Uralte Grabsteine werden für den Bau von Straßen verwendet, für den Bau von Befestigungsanlagen. Innerhalb weniger Wochen, so der Bericht eines Augenzeugen, ich zitiere wörtlich, bietet die Nekropole, übersät mit Stein- und Schutthaufen, den Anblick einer schwer bombardierten oder von einem Vulkanausbruch zerstörten Stadt. Als die deutsche Besatzungsmacht erkennen muss, dass die Italiener nicht bereit sind, Juden aus ihrer Zone zu deportieren, beschließt SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, man mag den Namen nicht aussprechen, beschließt, nicht länger zu warten, um die deutsche Zone judenfrei zu machen. Überträgt die Operation Dieter Wislizeni, einem erfahrenen SS-Mann, der vor seinem Auftritt schon die Deportation der slowakischen Juden nach Auschwitz organisiert hatte. Und zusammen mit Alois Brunner kommt Wislizeni im Februar 1943 nach Thessaloniki. In Zusammenarbeit mit der örtlichen Militärverwaltung unter Dr. Max Merten werden die Deportationen aus Saloniki, wie es heißt, wörtlich, in beispiellosem Tempo innerhalb weniger Monate abgewickelt. Die Nürnberger Gesetze kommen zum Tragen. Die jüdischen Bürger werden in Ghettos konzentriert, im Ghetto, im Baron Hirschviertel Viertel und in weiteren Ghettos in verschiedenen Stadtteilen, wie es wörtlich weiter heißt, abgeschirmt vom Rest der Bevölkerung. Am 26. Februar 1943 werden die ersten 35 Waggons bereitgestellt. Vom 15. März 1943 bis 8. Juni des gleichen Jahres in 18 Transporten mehr als
48.000 Menschen nach Auschwitz deportiert. Von den mehr als 54.500 Juden, die wie Vieh in Waggons von Saloniki nach Auschwitz transportiert werden, werden 41.000, die Deutschen haben sehr genau Buch geführt, 41.776 sofort ermordet. Etwa 12.500 werden zunächst in Auschwitz-Birkenau zur Zwangsarbeit eingesetzt. Viele von ihnen sterben aufgrund der Lagerbedingungen, der schweren Arbeit, an Unterernährung, an Kälte, an Krankheiten. Über 96% der jüdischen Bevölkerung Salonikis wurden ermordet. Nach dem ersten Transport nach Auschwitz am 15. Mai 1943 hatte sich der damalige Oberrabbiner in Saloniki, Svi Korets, verzweifelt an den griechischen Ministerpräsidenten Yannis Rallis um Hilfe gewandt, ihn angefleht, bei den Deutschen vorstellig zu werden, damit die seit mehr als 2000 Jahren bestehende Gemeinde nicht liquidiert werde. Die griechische Regierung äußerte zwar ihre Besorgnis über die Deportation, konnte sie aber nicht verhindern. Von den insgesamt etwa 79.000 griechischen Juden wurden etwa 62.000 in Todeslager deportiert. 1945 lebten nach Angaben von Raoul Hilberg, der hier in Hamburg auch referiert hat, noch 12.000 Juden in Griechenland, in Saloniki noch 2.000. Die fast vollständige Vernichtung dieser großen jüdischen Gemeinde in Saloniki verlief, wie es in deutschen Berichten heißt, relativ reibungslos. Anders als ein Jahr später die Deportation der Juden aus Athen, obwohl dort ebenfalls Wislizeni mit der Organisation beauftragt war. Für die ungehinderten Deportationen aus Saloniki werden verschiedene Gründe angeführt. Der Historiker Saul Friedländer in seinem Buch »Die Jahre der Vernichtung, das Dritte Reich und die Juden 1939 bis 1945« versucht das zusammenzufassen und bezieht sich dabei auf den noch lebenden englischen Historiker Mark Matzauer und sein Buch »Griechenland unter Hitler – Das Leben während der deutschen Besatzung 1941 bis 1944«. Und Friedländer nennt, auch zitierend, folgende Gründe für die mangelnde Gegenwehr und für das reibungslose Durchgreifen der Deutschen. Erstens, die Tatsache, dass die Deportationen von Juden in Griechenland in Saloniki begannen. Zweitens, die Kollaboration des von den Deutschen ernannten Generalgouverneurs von Makedonien, Vassilis Simonides. Drittens, die Entschlossenheit des Beauftragten des Auswärtigen Amtes in Griechenland, Günther Altenburg. Ferner verweist er auf die Spannungen zwischen den griechischen Einwohnern in der Stadt und den mehrheitlich sephardischen Juden, die Ladino sprachen. Er verweist auch, das ist bitter, auf die Willfährigkeit, ich zitiere wörtlich, des Oberrabbiners Svi Korets gegenüber den deutschen Befehlen. Auf seine irrtümliche Annahme, die Nazis seien durch diskussionslosen Gehorsam, wörtliches Zitat, zu besänftigen.
Und schließlich verweist er auf den Mangel an Informationen der örtlichen Gemeinde über das Schicksal der bereits deportierten Juden in Deutschland und anderen Ländern. Es bleibe aber festzuhalten, betont er, dass es in Griechenland einen Antisemitismus wie hier in Deutschland selbst während der Zeit der deutschen Besatzung nicht gegeben hat. Das betont auch Mark Mazur. Viele griechische Bürger, ich zitiere ihn, verhalfen ihren jüdischen Mitbürgern zur Flucht in die Berge, in die italienische Besatzungszone und zu den Partisanen. Die orthodoxe, griechisch-orthodoxe Kirche rief ihre Mitglieder dazu auf, ihre jüdischen Mitbürger zu schützen. Wenn wir in unser Land blicken, wo waren vergleichbare Aufrufe der Kirche? Trotzdem wurde der größte Teil der griechischen Juden vernichtet, vor allem nach 1943, als die deutsche Wehrmacht auch das vorher von Italienern besetzte Gebiet einnahm und dadurch dieser relative Schutz seitens des italienischen Militärs entfiel. Soweit zu dieser Vorgeschichte. Ich gebe weiter an Karl-Heinz Roth, der berichten wird über die Konsequenzen bzw. nicht gezogenen Konsequenzen, die nicht geleisteten Reparationszahlungen und so weiter seitens der Bundesrepublik Deutschland. Damit sind wir im Rollen. Ende Oktober 1944 zogen sich die Deutschen aus Thessaloniki zurück. Aus den Bergen kamen einige hundert jüdische Partisanen. Ab Juni 1945 trafen auch die ersten Überlebenden der jüdischen Gemeinde Thessaloniki aus den Konzentrationslagern ein. Die meisten von ihnen waren obdachlos, unterernährt und krank. Viele von ihnen lebten lange auf der Straße, denn in den Häusern, die ihren Familien gehört hatten, lebten andere. Die Deutschen hatten bei der Enteignung der jüdischen Gemeinde den Immobilienbesitz an griechische Kollaborateure und sogenannte Verwalter verteilt. Die Überlebenden waren deshalb auf die Hilfe internationaler Organisationen der Vereinten Nationen und der jüdischen Welt angewiesen. Sie begannen sich langsam zu reorganisieren. Sie begannen den Kampf um die Rückerstattung ihrer Immobilien aufzunehmen und die jüdische Gemeinde wieder aufzubauen. Dieser Kampf war in den ersten Monaten nach der Befreiung durchaus erfolgreich, solange die linksrepublikanische Befreiungsbewegung die Regie in Thessaloniki führte. Das änderte sich gegen Ende des Jahres 1945. Der Bürgerkrieg begann. Die Kollaborateure und Ariseure, wenn auch eine kleine, aber wichtige Zahl, waren im Aufwind. Die Überlebenden waren wieder isoliert und ohne Hilfe. Sie waren weiter auf internationale Unterstützung angewiesen. Viele von ihnen emigrierten nach Palästina oder in die USA. Diejenigen, die blieben, führten einen verzweifelten Kampf gegen die Kollaborateure und Ariseure.
Die Kollaborateure spielten in der griechischen Politik bis in die 1980er Jahre eine wichtige Rolle. Die Frage der Beteiligung dieser kleinen Kollaborationsschicht an der Enteignungs- und Vernichtungspolitik der Deutschen blieb lange tabu. Erst jetzt, in den letzten Jahren, hat die historische Aufarbeitung begonnen. Seit der Mitte der 1950er Jahre gab es ein neues Aktionsfeld für die Überlebenden, um den Wiederaufbau ihrer Gemeinde zu beschleunigen. Die westdeutsche Ministerialbürokratie. Westdeutschland war gezwungen worden, im Rahmen seiner Westintegration gewisse Entschädigungsleistungen für NS-Verfolgte aufzubringen. Aber diese Entschädigungen, die sogenannte Wiedergutmachung, waren auf Menschen beschränkt, die im Reichsgebiet oder später in den Westzonen gelebt hatten. Die Opfer des NS-Terrors in den besetzten Gebieten und ihre überlebenden Angehörigen gingen leer aus. Dagegen intervenierten 1956 8 westeuropäische Regierungen, darunter auch die griechische Regierung. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen wurde ein deutsch-griechisches Entschädigungsabkommen unterzeichnet und im März 1960 ratifiziert. Die BRD stellte 115 Millionen D-Mark für etwa 97.000 Anspruchsberechtigte zur Verfügung. Eine Einmalzahlung von etwa durchschnittlich 1.100 D-Mark. Das reichte nicht für einen Neubeginn und vor allem nicht bei den jüdischen Überlebenden in Thessaloniki. Gegen Ende der 1950er Jahre gab es eine weitere Initiative. Es ging um die Rückerstattung der geraubten Vermögenswerte, die die Deutschen vor der Vernichtung der jüdischen Gemeinde an sich gebracht hatten. Diese Rauboperationen waren sehr gut dokumentiert. Der Historiker Josef Nechamer hatte schon 1946 in einem Gutachten rekonstruiert, dass der jüdischen Gemeinde 6,6 Tonnen Opfergold geraubt worden war. Die jüdische Gemeinde verfügte über Dokumente, die die Ausraubung des Inventars von über 30 Synagogen, der gesamten kommunalen Einrichtungen und anderer kommunaler Institutionen dokumentierten, vor allem der großen Bibliotheken und der Handschriftensammlungen. Diese Unterlagen präsentierten sie seit Ende der 1950er Jahre der westdeutschen Entschädigungsbürokratie. Die Westdeutschen mauerten. Sie verweigerten sich. Sie suchten Ausflüchte und formale Argumente, um sich den Forderungen zu entziehen. Im Jahr 1966 mobilisierte die Union der griechischen Gemeinden, der jüdischen Gemeinden Griechenlands, das Außenministerium Griechenlands und die Jewish Claims Conference. Sie übten Druck auf die Bundesregierung aus und 1967 wurde ein bilateraler Untersuchungsausschuss gegründet, der in Thessaloniki tagte, die vorgelegten Dokumente prüfte und feststellte, dass alles richtig war. Er machte einen überaus bescheidenen Kompromissvorschlag. Der jüdischen Gemeinde sollten 5 Millionen D-Mark als Abfindung für den Raub ihres kommunalen Eigentums erstattet werden. 13 Millionen D-Mark sollten zur Entschädigung für das geraubte Gold aufgebracht werden.
Auch dieses überaus bescheidene Abkommen wurde von der bundesdeutschen Ministerialbürokratie unter Führung des Bundesfinanzministeriums sabotiert. Es kam zu jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen. Die geleisteten Entschädigungszahlungen waren am Ende minimal. An dieser Verweigerungshaltung hielten auch die sozialliberalen Regierungen der 1970er Jahre fest, die nachfolgenden Regierungen ohne dies. Was war mit dem Opfergold der jüdischen Gemeinde von Thessaloniki geschehen? Diese Frage hat die Historikerinnen und Historiker in den letzten Jahrzehnten beschäftigt und erst jetzt ist es möglich geworden, sie aufzuklären. Die deutschen Experten bezweifelten nach der Einsicht in die Dokumente von Thessaloniki zu keinem Zeitpunkt die Echtheit der Aussage und der Analyse des Historikers. 6,6 Tonnen Opfergold waren geraubt worden. Aber sie bezweifelten und sie stellten in Abrede, dass dieses Gold nach Deutschland gebracht worden sei, und zwar in die BRD oder Westberlin, eine der entscheidenden Voraussetzungen für seine Rückerstattung. Dabei hatten sie sogar recht. Bei ihren Recherchen entdeckten sie, wohin das Gold verschwunden war. Es war von der Militärverwaltung Thessaloniki Ägäis abgegeben worden an ein Goldsonderdepot des deutschen Reichsbevollmächtigten in Griechenland. Der deutsche Bankenkommissar bei der Zentralbank verfügte als einziger über dieses Depot und er dokumentierte die Eingänge des Opfergolds vom März bis August bzw. Oktober 1943. Dieses Opfergold wurde dann von den Deutschen auf der Athener Börse verkauft, um die Hyperinflation zu begrenzen und um die eigenen Besatzungskosten zu finanzieren. Der Räuber war zu seinem eigenen Hehler geworden und damit war die Entschädigungsfrage so akut wie nie zuvor geworden. Aber das haben die Experten verschwiegen. Wir haben es erst kürzlich in einigen Geheimdokumenten des Bundesfinanzministeriums gefunden. Ein kurzer Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre. Wie ich schon sagte, hat die westdeutsche Ministerialbürokratie, die alle Regierungen, auch die Sozialliberalen, in der Reparationsfrage kontrollierte, bis vor wenigen Jahren ihre rigorose Verweigerungspolitik fortgesetzt. Als beispielsweise der damalige Bundespräsident Johannes Rau im Jahr 2001 Thessaloniki besuchte, machte er um die jüdische Gemeinde einen großen Bogen, um der dort zu erwartenden Frage nach den Entschädigungsleistungen auszuweichen. Die jüdische Gemeinde hat deshalb einige Jahre später deutsche Initiativen unterstützt. Sie hat 2014, 2015 mit der Initiative Zug der Erinnerung zusammengearbeitet und gemeinsam mit ihr die Rückerstattung des der jüdischen Bevölkerung geraubten Geldes verlangt, das sie aufbringen musste, um ihre eigene Deportation nach Auschwitz zu bezahlen. Die Deutsche Bahn AG als Nachfolgerin der Reichsbahn sollte diese Entschädigungssumme aufbringen. Die Forderungen wurden brüsk abgelehnt, aber sie erregten internationales Aufsehen. Das Auswärtige Amt geriet unter Zugzwang. Im Jahr 2014 wurde zum ersten Mal das Gestühl einer renovierten Synagoge
aus Mitteln des Auswärtigen Amts finanziert. Und zwar im Kontext des Deutsch-Griechischen Zukunftsfonds, der in diesem Jahr gegründet worden war. 2 Jahre später erklärte sich das Auswärtige Amt bereit, 10 Millionen Euro zum Aufbau eines Holocaust-Museums in Thessaloniki zur Verfügung zu stellen. Als Gegenleistung ernannte der Präsident der jüdischen Gemeinde Saltiel den damaligen Außenminister Steinmeier zum Ehrenmitglied der jüdischen Gemeinde. Das rief bei den meisten Mitgliedern, die weder an der Entscheidung noch an der Zeremonie beteiligt waren, erbitterte Proteste aus. Sie argumentierten, es könne nicht angehen, dass durch solche Gesten und vergleichsweise minimale Zahlungen die Reparationsforderungen, die Entschädigungsforderungen der jüdischen Gemeinde bagatellisiert und das unglaubliche Verhalten der bundesdeutschen Ministerialbürokratie vom Tisch gewischt werden sollte. Es handelt sich in der Tat um enorme Beträge. Die 6,6 Tonnen Opfergold haben heute einen Zeitwert von 211 Millionen Euro. Weitere 180 bis 200 Millionen Euro bilden den Gegenwert für das geraubte Inventar, für die geraubten Bibliotheken, für die geraubten Kulturgüter und für eine der jüdischen Gemeinde im Herbst 1942 abgepresste Summe, mit der sie die 7.500 zur Zwangsarbeit gepressten Gemeindemitglieder frei bekam. Hunderte von ihnen waren seit ihrem Einsatz zur Zwangsarbeit im Juli 1942 ums Leben gekommen. Die jüdische Gemeinde hatte damals einen Betrag von 3,5 Milliarden Drachmen aufzubringen gehabt und davon wurde 1 Milliarde für die Zwangsübereignung, für die Enteignung des jüdischen Zentralfriedhofs angerechnet. Der Zentralfriedhof wurde dann im Dezember 1942 zerstört. Das sind die Ausgangskonstellationen, mit denen wir es zu tun haben, wenn wir über den weitgehend gescheiterten Kampf um Entschädigung sprechen. Zum Schluss möchte ich auf eine Persönlichkeit hinweisen, die beim Kampf der jüdischen Gemeinde um ihre Entschädigung eine entscheidende Rolle gespielt hat. C.G. Constant. Constant, ursprünglich Constantopoulou, war Mitglied des Zentralrats der jüdischen Gemeinden Griechenlands. Er war in den 1950er Jahren in die BRD gegangen und er hatte sich hier in Hamburg als Rechtsanwalt niedergelassen. Constant hat die jüdische Gemeinde seit Ende der 1950er Jahre bis zum Beginn der 1970er Jahre vertreten. Es war ein einsamer Kampf. Die entscheidenden Auseinandersetzungen führte Constant in den Jahren 1967 bis 1969, hier von Hamburg aus. Das waren die Jahre, in denen wir gegen die Nazi-Kontinuität der hiesigen Universität kämpften. Unsere Gruppe, der SDS Hamburg, war zum ersten Mal auf diese Nazi-Kontinuität und vor allem auf die verweigerte Rückberufung der vertriebenen jüdischen Hochschullehrer durch den jüdischen Remigranten Arye Goral aufmerksam gemacht worden. Constant haben wir dagegen nie kennengelernt. Ich bin ihm erst vor 2 Jahren in den Akten des Auswärtigen Amts begegnet. 50 Jahre zu spät, um eine Unterstützungsinitiative zu starten. Aber es ist nicht zu spät für ein erinnerndes Gedenken.
dem Campus einer Universität, der Ende der 1950er Jahre auf dem Gelände einer früheren jüdischen, eines früheren jüdischen Quartiers errichtet wurde und der sich in Sichtweite zum Gelände der zerstörten Zentralsynagoge befindet. Zu den nach Auschwitz Deportierten gehörte auch die Familie von Erika Briam Cuneo Amarillo. Der Vater von Erika, Salvatore Cuneo, war Grieche. Ihre Mutter, Heli Löwy, war in Wien und Karlsbad aufgewachsen. Entsprechend wachsen die Kinder, Erika, Briam, 1926 geboren und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Heinz in einer deutsch-jüdischen Kultur, deutsch-jüdisch-griechischen Kultur auf. Die beiden verbringen ihre Ferien oft bei den Großeltern in Karlsbad bis 1938. Als das Sudetenland ins Deutsche Reich, wie es heißt, eingegliedert wird, bleibt den Großeltern Löwy nur die Flucht nach Griechenland. Drei Jahre später, im April 1941, marschiert, wie wir schon gehört haben, die deutsche Wehrmacht auch in Thessaloniki ein. 1942 werden Erikas Eltern vorübergehend verhaftet. Ein deutscher Soldat, Sohn von Freunden, hatte die Familie besucht. Dieser deutsche Soldat wird später als Hitlergegner zum Tod verurteilt. 1943 die Deportation nach Auschwitz. Erika und ihre Mutter werden wegen ihrer Deutschkenntnisse im Büro, Esther hat das schon erwähnt, der politischen Abteilung in Auschwitz-Birkenau zur Führung der Namenslisten für das Lagerarchiv eingesetzt. Und nach dem letzten Transport aus Salonika am 8. Juni 1943 kommen sie ins Stammlager Auschwitz I, müssen in der Todesabteilung, wie Esther schon gesagt hat, Sterbeurkunden für bestimmte Gefangenengruppen ausstellen. Die beiden erhalten Lebenszeichen von Erikas Vater und Bruder. Beide sind ganz in der Nähe inhaftiert, fast in Sichtweite. Eine ältere Freundin sagt damals zu Erika: Vergiss das hier niemals. Erzähle es, damit es die ganze Welt erfährt. Am 18. Januar 1945, auf dem Todesmarsch bei der Räumung des Lagers, verlassen auch Erika und ihre Mutter das KZ, marschieren durch das berüchtigte Tor mit der riesigen Schmiede, eisernen Auf- oder Überschrift, muss man sagen, Arbeit macht frei. Sie werden zunächst ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, dann ins Frauenlager Malchow verbracht. Bei einem weiteren Marsch fliehen die beiden Frauen, gelangen zusammen mit jugoslawischen Leidensgenossen nach Belgrad, finden heraus, dass Vater und Bruder leben und in Saloniki auf sie warten. Nur sie, diese vier, haben überlebt, der Großvater und 22 weitere Familienangehörige haben nicht überlebt. 1947 heiratet Erika
Rudolfo Amarillo, der mit seinen Eltern in Saloniki überlebte, weil seine Mutter wörtlich Arierin deutscher Abstammung war. Und 50 Jahre nach dem Holocaust beginnt Erika ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Gott erinnert, was Menschen vergessen. So lautet der Wahlspruch oder lautete, nein, er lautet heute noch so, der jüdischen Gemeinde in Saloniki. Ich denke, wir sollten das Erinnern nicht Gott überlassen, sondern uns erinnern. Konsequenzen daraus ziehen, angesichts dessen, was zurzeit im Lande aufzieht. Bevor gleich Sylvia aus den Erinnerungen der Überlebenden Erika Cuneo Amarillo vorliest und Esther noch mal zu uns spricht, ganz ist es so? Gut. Noch ein kleiner Text, den einige hier im Saal schon kennen, den ich aber hier gern noch mal weitergeben möchte, ein Text aus Lateinamerika. Das hat scheinbar nichts mit der Veranstaltung zu tun. Wir werden aber gleich sehen, dass es anders ist. Ein Text geschrieben im Gedenken an die Millionen Opfer kolonialistischer und imperialistischer Herrschaft in Lateinamerika, aufgeschrieben von der uruguayischen Dichterin Circe Maya und wieder gesungen von dem vor wenigen Tagen verstorbenen Daniel Viglietti, der übrigens seit 1973, den Jahren seines Exils hier in der Bundesrepublik, mit unseren Anliegen verbunden ist. Daniel Viglietti, einer der wunderbaren Gitarristen und einer der großen Stimmen des lateinamerikanischen Widerstandes um Victor Jara und Violeta Parra. Der Text: Otra voz canta, otra voz canta, eine andere Stimme singt. Hör, hör, hinter meiner Stimme singt eine andere Stimme. Sie kommt von früher, von fern. Sie kommt aus begrabenen Mündern und singt. Sie sagen, dass sie nicht tot sind. Hör sie. Hör sie. Solange sich eine Stimme erhebt, sich ihrer erinnert und singt. Hör. Hör. Eine andere Stimme. Eine andere Stimme singt. Sie sagen, dass sie jetzt leben, in deinem Blick. Sei bei ihnen mit deinen Augen, mit deinen Worten. Sei bei ihnen mit deinem Leben, dass sie nicht verloren gehen, dass sie nicht fallen. Hör, hör. Eine andere Stimme singt. Sie sind nicht nur Erinnerung, sie sind offenes Leben, ununterbrochen und weit. Sie sind ein Weg, der beginnt. Sie singen mit mir. Mit mir singen sie. Sie singen und sagen, dass sie nicht tot sind. Hör sie, hör. Solange sich eine Stimme erhebt, die sich ihrer erinnert und singt. Sie singen mit mir. Mit mir singen sie. Sie sind nicht nur Erinnerung. Sie sind offenes Leben. Sie sind ein Weg, der beginnt. Ein Weg,
der nach uns ruft. Sie singen mit mir, mit dir singen sie. Sie singen mit dir, mit uns singen sie. Ich lese Auszüge aus dem Buch von Erika Miriam Cunio Amarillo. Auszüge aus Kapitel 2, Deutsche Besatzung und die Deportation. Und aus dem letzten Kapitel, Neues Leben nach zufälligem Überleben. Es war das zweite Jahr der Besatzung. Und ein neues Jahr begann, ohne große Hoffnungen. Wer wusste, was uns 1943 bringen würde? Die Leiden während der Besatzung waren groß. Das Essen wurde immer weniger. Die Menschen starben an Hunger und Kälte. Auf den Bürgersteigen saßen immer mehr Hungernde und Frierende. Ich hörte, dass man über den Schwarzmarkt sprach und wie schwer es sei, Lebensmittel zu bekommen. Nach den Weihnachtsferien fing die Schule wieder an. Vater ging jeden Tag ins Geschäft und jeden Tag kam er vergrämter nach Hause mit neuen, unangenehmen Nachrichten. Es musste etwas geschehen. Und das Einzige, wovon ich weiß, war, dass er sein Geschäft auf einen guten Freund überschrieb, weil er auf diese Weise vielleicht einer Beschlagnahmung zuvorkommen konnte. Sein Laden trug von da an nicht mehr seinen Namen. Der Februar kam, die Kälte war streng, die Straßen vereist. Es war Sonnabend. Vater kam aus dem Geschäft nach Hause mit ganz schlechten Nachrichten. Es ist ein Sonderkommando der SS gekommen. An ihrer Spitze ein gewisser Alois Brunner und ein Dieter Wislizeni. Die Sache gefällt mir überhaupt nicht. Das hörte ich in der Mutter sagen. 8. Februar 1943, eine große Verzweiflung ergriff alle Juden. Die Deutschen hatten beschlossen, die Nürnberger Gesetze auch in Saloniki anzuwenden. Familie und Freunde versammelten sich in unserem Haus. Alle waren geschockt und diskutierten über die Befehle, die die SS erlassen hatte. Alle Juden mussten den gelben Stern tragen. Allen Juden war es verboten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Alle Juden mussten sich in Vierteln sammeln, die die SS festgesetzt hatte, also in Ghettos. Müssen wir tatsächlich unser Haus verlassen? Werden wir irgendwo anders wohnen? Mutter beruhigte uns. Das ist doch nicht weiter schlimm. Wir werden alle den gelben Stern tragen. Na und? So werden uns alle als Juden erkennen. Macht euch nichts draus. Vater sucht eine Wohnung und in ein paar Tagen werden wir umziehen. Am nächsten Tag schon trugen wir den gelben Stern und gingen ansonsten normal zur Schule. Ich erinnere mich an die Liebe und Zärtlichkeit, die uns unsere Lehrer und Mitschülerinnen zeigten. Es hat sich nichts verändert, dachte ich. Das Leben würde auch mit dem Stern an der Brust weitergehen. Aber wir waren sehr bedrückt. Vater ging nun nicht mehr ins Geschäft, sondern jeden Tag ins Büro der jüdischen Gemeinde. Mittags war er zu Hause und hatte immer etwas Neues zu berichten. Es hatte eine Woche gedauert, bis er ein kleines Häuschen für uns fand. Es war so klein, dass Großvater nicht bei uns wohnen konnte. Großvater wurde von einer bulgarisch-christlichen Familie aufgenommen, ganz in unserer Nähe. Wir konnten nur das Allernötigste mitnehmen. Das Klavier, die Teppiche, den Bücherschrank, die Bücher, den Schreibtisch, das Esszimmer, Mutters und Großmutters Schmuck. Alles ließen wir zur Aufbewahrung bei Freunden und Nachbarn. Wir
luden unsere Habe auf Karren und schoben sie zu unserer neuen Bleibe. Die Straßen waren voller Karren und Fahrräder, beladen mit Matratzen, Betten, Stühlen, Koffern, Ballen. Geschoben wurden sie von Männern, kleinen und großen Kindern, jeder half, wo er konnte. Es folgten Frauen mit Säuglingen auf den Armen oder mit Kleinkindern an den Händen. Ein verzweifeltes Volk füllte die Straßen. Ich höre noch die Stimmen. Komm, schieb etwas. Oder Moschiko, Maki, Rachel, bleibt in unserer Nähe. Es war, als wäre die Welt verdunkelt von einer schwarzen Wolke. Vom neuen Häuschen konnten wir zu unserer großen Freude weiterhin die Schule besuchen. Das war eine Abwechslung am Tag. Und wir hatten unter uns Mitschülerinnen viel zu erzählen. Aber wir lachten überhaupt nicht mehr. Waren ernst und unruhig. Nach der Schule ging ich nicht direkt nach Hause, sondern erst bei unserem alten Haus vorbei. Meine Sehnsucht nach ihm war so groß. Aber es war so leer und still. Ich lief über den Hof und stellte mich oben auf die Tribüne. Da stand ich ganz traurig und schaute auf das Meer. Ich wartete, bis der Sonnenuntergang den Horizont rot färbte. Aber meine Ausflüge haben nicht lange angehalten. Kaum waren wir eine Woche im neuen Haus, kam ein weiterer Befehl der SS, der uns untersagte, uns nach Sonnenuntergang außerhalb des Ghettos zu bewegen. Nun musste ich nach der Schule schnell zurück, um vor Sonnenuntergang im Haus zu sein. Aber welche Freude war es für mich, als meine christlichen Freunde uns im Ghetto besuchten. Alle unsere Freunde kamen, manche sogar jeden Tag. Im Ghetto selbst, überfüllt mit Menschen, die ziellos auf den Straßen umherliefen oder in Gruppen zusammenstanden, war eine schreckliche Verzweiflung ausgebrochen. Jeden Tag gab es neue Befehle. Nun sollten alle Vermögen deklariert werden. In jedem jüdischen Geschäft, Haus, Büro sollte ein gelber Stern angebracht werden. Eines Tages hörte ich sie über Ausweisung sprechen. Man wird uns alle sammeln und fortbringen. Also Verbannung? Fragte ich meinen Vater. An dem Tag ist auch der Postbote aus unserer alten Nachbarschaft gekommen, um Vater zu besuchen. Ich hörte ihn sagen, gib mir die beiden Kinder. Ich bringe sie zu meiner Mutter in ein Dorf bei Veria. Das ist 75 Kilometer von hier. Dort werden sie gut aufgehoben sein und du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Die Antwort unseres Vaters war klar. Nein, ich danke dir. Ich danke dir vielmals, aber ich möchte nicht, dass die Familie auseinandergeht. In den nächsten Tagen wurde immer mehr über Vertreibung gesprochen. Man bringt uns alle nach Krakau, hieß es. Dort werden wir alle zusammen sein. Wir werden arbeiten und leben. Der Großvater kam jeden Tag und aß mit uns. Wir Kinder unterhielten uns gern mit ihm. Ich erinnere mich, dass er sagte, ihr dürft euch keine Sorgen machen, ihr dürft keine Angst haben. Dort, wo man uns hinbringen wird, werden wir natürlich alle arbeiten müssen. Das Essen wird vielleicht nicht so reichlich und schmackhaft sein wie bei eurer Mutter. Wir werden dunkle Unterwäsche und dunkle Hemden tragen. Das waren also die schlimmsten Dinge, die für unseren unverbesserlichen Großvater passieren konnten, der immer noch an die Großzügigkeit des deutschen Volkes glaubte. 10. März 1943. Frühmorgens hielt ein Auto der SS vor unserem Häuschen. Man befahl Vater, die notwendigste Kleidung für jeden von uns zusammenzupacken und in einer oder zwei Stunden, ich weiß es nicht mehr genau,
den Weg zu Baron Hirsch anzutreten, dem Ghetto-Stadtteil, der an den Bahnhof grenzt. Wie? Womit? Wie sollten wir unsere Koffer transportieren? Das ist eure Angelegenheit, war die Antwort der SS. Zum Glück war Großvater nicht im Haus. Vater schickte jemanden, um ihn zu warnen. Das heißt, zu bleiben, wo er war und sich zu verstecken. Ich weiß nicht, wie und wo sich eine Karre fand. Wir luden unsere Koffer und ein paar Lebensmittel darauf. Unsere kleine Karawane begann, die ganze Stadt zu Fuß zu durchqueren. Wir gingen mit gesenkten Köpfen neben unserer Karre. Jeder von uns hatte seine eigenen schwarzen Gedanken. Und ich denke, dass es für unsere Eltern schrecklich gewesen sein muss. Für meinen Bruder und mich war es Teil eines schlechten Abenteuers. Wenn man so jung ist, berühren einen das Fürchterliche und die Verzweiflung der Großen nicht im gleichen Maße. Als wir ankamen, umringten uns sofort Angestellte der Gemeinde und bombardierten unsere Eltern mit Fragen. Wie seid ihr allein hierher gekommen? Warum hat man euch hierher befohlen? Warum? Warum? Erfuhr mein Vater eines Tages von einem Zivilgardisten. Ein Kollaborateur hatte uns bei der SS denunziert und angegeben, dass mein Vater sein Geschäft einem Christen überlassen habe, um sein Vermögen zu retten. Die Reaktion der SS war, uns sofort zu verhaften und zum Stadtteil Baron Hirsch zu schicken. Ich erinnere mich, welchen Eindruck dieser Ort auf mich machte. Er war voller Menschen, Männer, Frauen, Kinder, Babys, in einer unendlichen, sinnlosen Bewegung. Sie wussten nicht, wo sie uns unterbringen sollten. Wir haben nirgends Platz, aber wirklich nirgends, hörte ich einen Verantwortlichen der jüdischen Gemeinde sagen. Es regnete, die Kälte war schneidend. Am Ende brachte man uns in ein Kaffeehaus, dessen Fensterscheiben zerbrochen waren. Von der Decke tropfte das Wasser und auf dem Fußboden hatten sich Pfützen gebildet. Unsere Mutter, die sonst immer so stark war und für alle Probleme Lösungen fand, war ohne Hoffnung. Es war fürchterlich. Wir froren, hungerten und nachts konnten wir vor Kälte und Verzweiflung keinen Schlaf finden. Vater ging ins Ghettobüro, um zu erfahren, was vor sich ging. Aufgeregt kam er zurück und sagte, dass man jetzt sicherer über Deportation sprach. Dass man uns nach Polen bringen werde. Dass wir jedoch unsere griechischen Drachmen in polnische Zlotys umtauschen könnten, damit wir nicht ohne Geld dort ankämen. Die Falle der Deutschen war gut gestellt und ihr großer Betrug war gut vorbereitet. Am nächsten Tag sprachen schon alle über die Waggons, die man im Bahnhof bereitgestellt hatte. 40 Waggons, Viehwaggons, eine endlose Reihe und sie wartete darauf, beladen zu werden. Vater sprach mit Mutter darüber, nicht mit uns. Ob wir mit dem ersten Transport fahren sollten oder doch besser nicht. Ein Angestellter der Gemeinde hatte ihm vorgeschlagen, uns aus der Liste zu streichen und uns später fahren zu lassen. Man wusste ja überhaupt nicht, wohin die Reise wirklich ging. Aber unser Schicksal war schon besiegelt. Verzweifelt über die fürchterlichen Lebensumstände sagte Mutter mit Nachdruck, was geschehen soll, soll so schnell wie möglich geschehen. Lass uns sogar eine Stunde früher gehen. Die Würfel waren gefallen, ohne viele Diskussionen und Bedenken. Wir folgten der Masse. Die SS befahl schneller, schneller. Vater mahnte, dauernd immer einer neben dem anderen zu bleiben. Wir vier gingen wie ein Körper. Ich weiß nicht, wie lange. Dann befanden wir uns vor den Waggons.
Ich schaute mich um, ohne zu verstehen, was mit uns geschah. Stimmen, Schreie, Weinen. Und in den weit geöffneten Türen der Waggons verschwanden die Menschen. Immer mehr und immer mehr. Eine Mutter streckte die Hand aus, um ihrem Kind zu helfen. Ein Mann schob Alte, die nicht allein in den Waggon steigen konnten. Dann ein anderes Geräusch. Die Türen der Waggons wurden verschlossen und verriegelt. Deutsche Polizei. Nicht SS würde den Zug begleiten. Später habe ich erfahren, dass es Schupos waren. Plötzlich kam der Leiter der Polizei zu uns und sagte: Warten Sie, steigen Sie noch nicht ein. Ich brauche Sie als Dolmetscher. Ich weiß bis heute nicht, wieso er wusste, dass unser Vater Deutsch sprach. Ein Zufall. Das Deutsch, das Vater sprach, würde ihm überleben helfen. Denn in dieser ganzen Menschenmenge war nicht ein einziger, der Deutsch sprach. Die meisten sprachen Spanisch, auch Französisch, nicht aber Deutsch. Gebraucht wurde aber jemand, der die Befehle der Deutschen übersetzte. In all unserem Unglück war es dann tatsächlich Glück, dass wir uns im ersten Transport befanden. Im ersten Transport aus Griechenland. Von Saloniki nach Auschwitz. Ich rede nicht über die übrigen 15, die aus dem Ghetto von Saloniki folgten. Fast mit der gleichen Anzahl von Menschen in jedem Transport, bis die Anzahl von 46.000 Juden aus Saloniki erreicht war, von denen 96% ermordet wurden. Oft habe ich mich gefragt, was dazu beitrug, dass unsere ganze Familie, Vater, Mutter, mein Bruder und ich überlebte. Die Deportation, Auschwitz, Ravensbrück, Malchow, Ebensee, den großen Marsch. Glück? Schicksal? Zufall? Vielleicht alles zusammen. 50 Jahre danach kann ich noch immer nicht glauben, wie das alles geschehen ist. Wie die Deutschen es schafften, so viele Menschen einzulullen und zu täuschen. Mit welchem System, mit welcher Schlauheit sie ihre Pläne vorbereiteten und nach ihre Fallen stellten. Die Befehle kamen einer nach dem anderen, ohne dass wir Zeit hatten zu begreifen, was mit uns geschah. Als ich zum ersten Mal 1976, 33 Jahre nach der Deportation, das Buch von Michael Molro las, konnte ich nicht glauben, dass die Maßnahmen gegen die Juden am 8. Februar 1943 begonnen hatten und bis zum 25. Februar 1943 die gesamte Judenschaft in den Ghettos versammelt war. Und dass 17 Tage danach bereits ein Zug mit 40 Waggons und 2800 Menschen Richtung Polen rollte. Unglaublich. Unvorstellbar. Aber wie kann ich die damalige Zeit begreiflich machen? Wie kann man helfen zu verstehen, dass es zum Beispiel sehr schwer war, sich zu verstecken oder in die Berge zu gehen, weil immer die Gefahr bestand, an die Deutschen verraten zu werden? Um sich zu verstecken, war außerdem Geld nötig. Viel Geld sogar, das man nicht hatte. 80% der jüdischen Bevölkerung waren arm. Arbeiter, Kleinhändler, Kleinhandwerker. Ja, von den Jüngeren hätten sich einige der Verfolgung entziehen und in die Berge gehen können. Die Partisanen ermutigten sie und halfen ihnen auszureißen. Aber sollten sie ihre Familien in aller Unsicherheit im Stich lassen? Am 9. April 1951 wurde unser Sohn geboren. Ich erinnere mich, als ich eines Tages mein Baby nach dem Bad auf dem Tisch liegen hatte und mit ihm spielte, da hörte ich sein Lachen, sein Glucksen und
Seine Beinchen und Ärmchen bewegten sich freudig in der Luft. In dem Augenblick musste ich unwillkürlich wieder an Auschwitz denken. An den fürchterlichen Sommer 1944, als täglich Zehntausende Juden aus Ungarn ankamen. Die Krematorien reichten nicht aus, weswegen man Gruben ausgehoben hatte. Zusammen mit den Leichen warf man Babys und kleine Kinder bis zu 2 Jahren lebendig in die Flammen. Also dachte ich, hätten sie auch dieses Kind, mein Baby, lebendig in die Flammen geworfen. Ich konnte dieses Bild nicht aus meinem Kopf löschen. Und als unser Sohn größer wurde, sagte ich mir immer und immer wieder, nun ist er 1 Jahr alt und man hätte ihn in die Grube geworfen. Ich wollte nicht mehr daran denken. Aber wieder, immer wieder kam dasselbe Bild in meinen Sinn. Und immer mehr wurde mir das Ausmaß der Verbrechen der Deutschen bewusst. Ihre Grausamkeit, ihre Planmäßigkeit, die Juden von dieser Erde zu liquidieren. Und noch ein Bild kam mir damals in den Sinn. Das des Lagerkommandanten, dessen Villa ganz nahe bei unserem Büro lag, direkt jenseits des Stacheldrahtes. Dort lebte er mit seiner Frau, einem blonden Gretchen und seinen 5 Kindern. Kleine, hübsche, blonde Kinder, mit denen er spielte, wenn er vom Lager nach Hause kam, nachdem er andere kleine, hübsche, dunkle Kinder hatte verbrennen sehen. Oft quälte mich in all diesen Jahren der Gedanke, warum habe ich überlebt? Und nicht Mai, Doreen, Rita. Welches Schicksal hat uns getrennt und weshalb? War alles nur Zufall? War es Zufall, dass wir uns im ersten Transport befanden und unter 2800 Personen die einzigen waren, die Deutsch sprachen? War es Zufall, dass man uns in der politischen Abteilung einsetzte, und zwar während der ganzen Zeit, die wir in Auschwitz verbrachten? War es Zufall, dass meine Mutter und ich zwar an Flecktyphus erkrankten und man uns trotzdem nicht ins Gas schickte? War es Zufall, dass ich aushielt, als so und so viele mit wunden Füßen den großen Marsch in der Kälte, die Strapazen und den Hunger nicht aushielten? War es Zufall, dass ich in der Küche der SS arbeiten und auf diese Weise den fürchterlichen Hunger überleben konnte, der das ganze Lager heimgesucht hatte? Alle diese Fragen bleiben ohne Antwort. 50 Jahre danach ist tatsächlich die einzige Antwort, die ich mir denken kann, dass alles nur Zufall war. Wir sind durch eine Kette von Zufällen gerettet worden. Ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit erfüllt mich. Wie damals, als wir befreit wurden und meinen Vater und Bruder wiederfanden. Wir haben den Deutschen zum Trotz überlebt. Für meine Enkel, für alle Kinder der Welt und jeder Religion habe ich 50 Jahre danach dieses Zeugnis geschrieben, damit sie denen entgegentreten, die den Holocaust leugnen, damit sie immer in Alarmbereitschaft sind, dass nicht noch einmal ein Völkermord geschieht. Nie wieder. Ein paar Worte oder Sätze aus meinem Buch.
von der Zeit, als ich in Auschwitz im Mädchenorchester war. Wenn neue Transporte ankamen, die für die Gaskammer bestimmt waren, mussten die Musikantinnen am Tor stehen und Musik machen. Aus ganz Europa kamen die Menschen und fuhren direkt ins Gas. Als diese Menschen in den Zügen an uns vorbeifuhren und die Musik hörten, dachten sie sicher, wo Musik spielt, kann es ja so schlimm nicht sein. Was für eine schreckliche psychische Belastung war das für uns, für das Orchester. Schlimm war auch, dass inzwischen ein neuer Transport aus Griechenland eingetroffen war, mit dem Lili und ihre Schwester kamen, aus Saloniki, die eine ganz große Bereicherung für das Orchester darstellten. Lili war Professorin der Musik und spielte fantastisch Akkordeon. Lili konnte auch sehr gut Noten schreiben und arrangierte viele Musikstücke für das Orchester. Da wir nur ein Akkordeon zur Verfügung hatten, hatte ich den Platz als Akkordeonistin verloren, denn ich konnte ja nicht halb so gut spielen wie Lili. Mir fiel ein, dass ich auch Blockflöte spielen konnte. Und so war ich wieder gerettet. Sollen wir anfangen? Ja! Und jetzt will ich euch noch lauter hören. Ich muss ein bisschen weg vom Mutti, weil die schlägt immer. Seid ihr alle da? Ja, Mann, sie sind alle da, Mutti. Unglaublich, alle. Oh, ich spiele halt so. Also, wer jetzt in den nächsten 2 Minuten nicht reinkommt, muss eine CD kaufen. Ich sing schon noch, ich will die Welt fliegen, ich will die Welt siegen, Sieger mit sie nicht im Buch mit sieben Siegen steht. Ich frage mich, wie soll das sonst nur so weitergehen, denn Militärkonflikte auf der Tagesordnung stehen. Ich seh junge Soldaten, die können es kaum erwarten, denn sie stehen in den Startlöchern, um Unheil zu starten. Doch ihre Augen verraten, wo werden wir begraben sein, Medaille ohne Brust und eine Witwe, die weint. Nach dem nicht rein. Sie riefen mich zu, mich nur stoßen sie mich zurück, denn mein Haupt ist gesenkt, zu viele Tränen verdrückt, Sorgen gedrückt, schaue ich um mich und ich sehe, was passiert, bin ich nicht ihr Leitmotiv, das ihr Leben grundiert, Gewalt, Hass, Tod, Wald, zu viele Menschen schwiegen, ihr fragt nach meinem Namen, sie nennen mich Frieden. Nach dem Maschinen, ciao razzi, gli vedei tempsi, gli sulle battute sono capelli, gorme di nis, vime di nis, bairame di lei, tolla la mas, parishnamona, punja, giavaria kurama. Shiro, shiro shalom, adela tashu rita. Shiro, shiro shalom, mitze akadio.
HWP. Und Glückwunsch. Danke. Andrea? Sage nie, du gehst den letzten Weg. Ein Lied in der jüdischen Sprache. Es wurde geschrieben von dem jüdischen Dichter und Partisan Hirsch Glick. Dieses Lied wurde sofort zur Hymne des jüdischen Widerstandes und wurde auch von anderen Partisanengruppen damals gesungen. Das Leben zu mir und es gibt dir einen Kuss, haucht dir Leben, haucht dir Kraft, ja, es saugt dir Hoffnung ein. Du spürst wieder deine Stimme und du kannst wieder schreien. Wie ein Feuervogel aus der Asche steigst du wieder auf. Kinderaugen, die glänzen, aus denen wir schauen, um wieder Schritt für Schritt in die Zuversicht zu gehen, neu geboren mit Kraft, um dieses Dasein durchzustehen, das Lied geschrieben. Es ist mit Blut und nicht mit Leid. Es ist nicht gedient von der Freude, läuft das Wein. Das hat der Freund zwischen Fahnen nicht gewählt. Das Lied gesungen mit einer Garde sind direkt. Das hat der Freund zwischen Fahnen nicht gewählt. Das Lied gesungen kesin durmayacak, bak hiçbir zaman hiçbir yerde kaybolmayacak. Ca İtalyanca, İngilizce, Almanca, Türkçe, hangi dilde olsa da ne müzik istişare ne bir bütünü çinazar. Kafiyeler, mısralar, misaleler, beyanlar, hislerimizi açıklarla duygulu ve hisli, tıpkı bir şiir gibi, eşif gibi, basiretli, hedef gibi müstesi. Moda deyip geçenler cevaplarına alıverdi, beyanelere rağmen müzikimizi ölmedi. Ölmeyecek, kesin ölmeyecek, bak hiçbir zaman hiçbir yerde sönmeyecek. Dillerimiz yaydır, sözlerimiz yok, bizde ola kafiye marifeti kimse de yok. Dillerimiz yaydır, sözlerimiz Es ist ein altes jüdisches Volkslied. Es erzählt die Geschichte von einem kleinen Jungen, der sich in den Kopf gesetzt hat, er will auf einen Baum steigen und er will ein Vogel werden. Aber seine Mutter, die will das nicht. Sie sagt, es ist Winter, es ist kalt. Du wirst mir auf dem Baum erfrieren. Tu das bitte nicht. Der kleine Junge ist sehr traurig. Er sagt, meine Mutter hat es nicht gewollt, dass ich ein Vogel werde. Aber sie hat das nur getan, weil sie mich so sehr liebt. Verbrennt, stürzt sich in die Flammen, ohne zu denken, wenn man über
überlegt, können die Absichten in der Stadt zu sein, die kalte Welt zu verändern. Verschwind niemanden, wollen dich verschützen, Augen verschließen, dann würdest du was erkennen, dass du nun an der Kreuzung stehst, entscheidest, ob du bleibst oder weitergehst. Sieh dir vor, wenn alle Vögel verließen, was passiert mit denen, die geblieben, die einsam allein Tränen vergießen? Niemand kann das Leben abgenießen, niemand. Verschrieben im Namen der Ehre, was ich
Stolz, er verbreitet Verwüstung und Leere. Wir hassen uns so viel, wir leben und stehen, verweigern uns die Welt mit unseren Augen zu sehen. Sie lügen, sie blenden, sie sperren uns ein, sie können uns nicht fangen, unsere Liebe ist frei. Sie jagen uns durch Straßen, um uns zu makeln, unsere Liebe vereint, sind sie ein Makel, das Leid schlägt auf. Ich hasse euer Geschwätz, hier werden Menschen getrieben, sie werden schwer verletzt, zusammengetrieben, zusammengefärscht, um zu zeigen, dass Ordnung in diesem Lande herrscht. Wer nimmt und stiehlt, der profitiert, wer Nächstenliebe sucht, der verliert. Wer Liebe mischt, daraus machen sie kein Hehl. Wer Liebe mischt, der gibt Schießbefehl. Oh Kinder, lauf mit zweierlei Blut im Leib, versteckt euch, wo ihr seid. Ob Mann, ob Weib, der braune Schnee fällt und bedeckt das Land tief im Abend. Wer in die Herzen gebracht hat, bleibt schlecht auf in den Vorstädten. Und wo seine Heimat war, Chicken Nettet, die Leyatan, Ölümü de kalkar, insanlık ölüm yatağında yanan canlar. Hak için alınıyor, dünyamız kararıyor, onların hak dedi, dünyayı karartıyor. Fly straight up in the Vorstädten, die Trommel schnallen. Mit Macht, 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 um Gott im Himmel, wenn sie etwas immer wieder auf diese Stelle rein in Hamburg. Ja, ne? Habe ich recht? Von wegen Hamburg, voll aufmerksam. Warum haben wir? So, das nächste Stück. Mach ihn fertig. Mich. Was fängt er noch an hier über Köln. Unser Herz schlägt. Da Herz von der Welt, ja, das ist. Das krank, Köln. Der Mann. Der Mann ist das krank. Herz von der Welt, das schlägt am Ring. Nein, also ganz ehrlich, wisst ihr, wann man sich zu Hause fühlt, egal ob Köln, Istanbul, wo ich auch gelebt habe als Kind, wenn man ins Publikum schaut und zu der Hälfte des Publikums mal eine Verbindung hat durch irgendeine Geschichte und dann ist man zu Hause, darum bin ich auch in Hamburg zu Hause. Dankeschön. Das nächste Stück, normalerweise erzähle ich immer, dass ich Rossi in der ersten Klasse kennengelernt habe, das habe ich auch, und, aber heute Abend widme ich das Lied Rossi, weil es nämlich das Lied von Rossis Mama ist, das Lieblingslied von Rossis Mama. Es ist das Lieblingslied von Nissim Bejerano und das zeigt, wie wir uns verbunden haben. Aber eine Sache, ich habe mir den Begriff eingeenkelt erfunden. Nicht lachen, das habe ich wirklich getan. Und wenn ihr irgendwann den Duden aufschlagt und da steht eingeenkelt, ich war's. Ich und kein anderer. Dankeschön. Kurz genug? Muss ich ja.
gesagt, du darfst heute nicht zu viel sehen. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie schwer mir das fällt. Das hier ist die Antwort auf sämtliche Fragen. Wir stolz unsere Botschaft auf unser Fahnentrag. Schreien unser Dasein laut in die Welt hinaus. Singen laut, Bella Jones, strecken unsere Faust. Aber die Popolochizie proleten ohne Furcht. Durch Straßen und Felder, Schwachköpfe drehen durch. Wir schreiben Texte, die das Volk bewegen. Weil wieder mal ein rauer Wind auf dieser Welt weht. Wir halten dagegen ohne Pistolen und Degen. Ein letzter Segen, keine Angst mehr vor Schlägen. Rechten das Wort. Die Poplana de Scossa kommen in Dauerlauf, Cuesta la de Scossa, aber die Popolo, alla de Scossa, c'è ma die Antwort, alla de Scossa, aber die Popolo, alla de Scossa, perché il Popolo triomferà. Weil sie aus ihrer Lethargie langsam rausfallen, ihnen bestellt er auf, weil eure Lüge nachreift. Es ist so gut wie sicher, niemand wird gewinnen, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit immer mehr verschwinden. Gewinne einkassiert, Schulden sozialisiert, Banken subventioniert, Bildung dahin vegetiert. Die Zukunft verliert, sie steht auf gläsernen Füßen, euer Casino-Kapitalismus lässt unsere Kinder wüsten sehen. Keine Demut, keine Reue, sie euch weiter lügen, werden weniger reden und dann endlich machen. Aber die Popolo, der Schlafende, Riese wird der Wach. Aber die Popolo, alla di Scossa, c'è ma die Antwort, alla di Scossa. Aber die Popolo, alla di Scossa, perché die Popolo triumferà. Aber die Popolo, alla di Scossa, c'è ma die Antwort, alla di Scossa. Aber die Popolo, alla di Scossa, perché die Popolo triumferà. Aber die Popolo, was du machst. Dieses Lied wurde geschrieben von damals 17-jährigen Jungs in Köln nach den Brandanschlägen von Mölln und Solingen und dem Pogrom von Rostock und Hagen. Das Lied heißt auf Deutsch Menschen, auf Türkisch Insanlar. Und 2013 haben wir es mit Esther und Joram nochmal neu eingespielt und eingesungen aufgrund der Geschehnisse mit dem NSU, der sich aus den Pogromen und Brandanschlägen Anfang der 90er entwickelt hat, weil die Nazis dazu ermutigt wurden, auf der Straße zu morden, damit zum Beispiel die Politik das Grundrecht auf Asyl abschaffen kann. Und deswegen, apropos Mölln, am 23.11. jährt sich der Brandanschlag in Mölln zum 25. Mal. Und deswegen würde ich mir wünschen, weil wir werden das aus Köln machen mit dem Tribunalteam, kommt nach Mölln zur Demo in Mölln. Es werden hier Busse losfahren. Der Treffpunkt ist um 15 Uhr und der Treffpunkt steht auf den Tickets, die jetzt unter anderem, im Buchladen im Schanzenviertel kaufen könnt. Oder genau. Kommt dorthin zur Demo, es müssen viel mehr Menschen dorthin kommen, weil am 19.11., vier Tage vorher, ich habe die große Ehre gehabt. Aber ihr seid nicht einzig.
Çönerdim edin bana evet ellerinde tutamıyor. Bu yaşamın anlayacağından dizgiyorum şu roma düşüyorum gibi. Çıldıracağım boşlukta hissediyorum kendimi. Benim geliniyor gözlerim yerine fırlıyor. Tüm bedenim korku istilasına uğruyor. Neydik ne olur ne olacağım bilmem hep geleceğim yok olmuş. Bıktımadım yok istemem olacakla geleceğe çare bulunmaz. Demek ki gelir böyle kimse bir şey yapamaz. Das war der von unserem Show. Ich sage jetzt einfach, wer der Job ist jetzt los. Also bis zum nächsten Mal, Hamburg ist sehr schön. Und deswegen gehen wir ab wie ein Film. Das Mikrofon, das mag sauber stark. Und das nehme ich mit mir. Mit tief wie man gerade die Wörter werden so aus meinem Kopf war so kaputtiert. Und ich weiß nicht, was im nächsten Satz einfach so passiert ist. Bleibt jetzt zu sagen, auf Wiedersehen. Wir werden irgendwann wieder vor euch nächstes Jahr auf der Bühne stehen.